Hallo meine YouTuber. Heute sind wir wieder beim Grundstück. Diesmal müssen wir den Grundstück bis begradigen durch den Regen, was in 4 Wochen, 6 Wochen so gefallen ist. Und man sieht das auch wieder. Es wird ein bisschen begradigt hier. So sieht man mein Grundstück aus. Vorher war nichts mehr grün und jetzt kommt das alles wieder. Da vorne, wo der Elektromast ist, da kommt er 30 cm nach innen eine Wand von der ganzen Seite. Und dann da, wo meine Frau steht, die Leute, da wird auch noch eine Wand hochgezogen. Und dahinter ist mein Swimmingpool. Da oben auf der Ecke, da kommt das Haus näher hin, 12,50 Meter. Nächsten Monat werden die Fehler reingerammt, 6 Meter tief. Nur jetzt wird das alles begradigt, ein bisschen so. Viel abgesackt ist das nicht, weil der Boden ist ja für Auffüllung gedacht. Da hat Lehmanteil drin. Wie oft da schon Bagger und LKW raufgefahren. Der hat sich schon mindestens 70-80% verdichtet. Hier vorne läuft ein Graben. Wenn ich den vollfüllen würde mit Erde, mit Rohre, das wäre teurer als wie die Wand. Tun sie vermessen für den Hausbau. Kommen die Fehler rein. 5 Leute. Morgen wird ein bisschen ausgegraben. Kommen die Fehler runter. 6 Meter rein. Mit 5 Leute arbeiten sie. Swimmingpool immer noch nicht fertig, aber schon ein bisschen Wasser drin.